Schön, dass ihr alle da seid. Ich sehe einige Gesichter, die habe ich schon seit längerem nicht mehr gesehen. Einige erst vor kurzem erst gesehen. Ich habe eigentlich einen ganz lustigen Vortrag mitgebracht, weil ich will euch einfach mal so ein Gefühl dafür geben, wie wir angefangen haben. Weil ich glaube, das gerät immer so ein bisschen in Vergessenheit, dass wir im Grunde genommen aber wieder so klar schaffen können, ey, pass auf, wo kommen wir eigentlich überhaupt her? Wer sind wir überhaupt und wie hat das Ganze hier gestartet? Habt ihr alle das Büro gesehen? Auf jeden Fall von außen, richtig impressive, riesengroßes Büro. Mega geiler Fuhrpark, coole Typen, alle geile Klamotten, geile Uhren. Man sieht jetzt so ein bisschen das Ergebnis der harten Arbeit, das wir so in den letzten Jahren geleistet haben. So, und ich habe eigentlich ein wichtiges Learning, was ich direkt mit euch teilen möchte. Deswegen habe ich auch einen kurzen Vortrag hier dabei. Ich möchte gar nicht so tief eingehen, aber ich habe ein paar Bilder ausgegraben aus meiner Zeit mit Andreas. Das hier bin ich. Und das hier ist Andreas. Ja, Mann. So, wie ihr sehen könnt, November 2016, so haben wir angefangen. Das war legit das allererste Gespräch, was wir gemeinsam geführt haben. Ich hatte keine Ahnung gehabt von Online-Marketing. Andreas und Markus hatten keine Ahnung gehabt von Vertrieb. Das Gespräch habe ich geführt mit einem Architekten. Das ist richtig in die Hose gegangen, weil ich dachte, ich bin der geilste Typ auf diesem Planeten. Hat nicht so hingehauen. Hat aber überhaupt nichts an meinem Ego verändert. So. Lass das Bild mal auf euch wirken. Ihr müsst euch vorstellen, das hier ist ein Konferenzraum. Weil wir hatten im Grunde genommen nur zwei Büros, haben mal mit den ersten Leuten gestartet. Ich hatte ein Büro und der Rest hatte ein Büro. Und irgendwann mussten wir dann halt einfach noch so ein, wir haben praktisch noch den Konferenzraum einfach unbefragt genutzt, weil der einfach offen war. So. Kennt jemand von euch das ISOLab? Coworking Space. Sehr linksorientiert. Da haben wir halt überhaupt nicht reingepasst. So, das war auf jeden Fall so der allererste Tag. Ich möchte weitergehen. Das ist das zweite Bild. Das bin wieder ich und das ist Markus. Markus, ich weiß gar nicht, weiß jemand, wie alt er damals war? 27, 2016. Nee, also war so 22, denke ich. 22, 23 mit Igelfrisur. Also. Das war ziemlich zügig danach. Der Markus hat mich damals angesprochen und hat gesagt, ey, pass auf, ich würde gerne Vertrieb lernen. Ich weiß, dass du das kannst. Ich habe damals so Sky-Verträge verkauft, Strom- und Gasverträge verkauft, also alles Mögliche praktisch so im Point of Sales. Habe damit auch schon gutes Geld verdient. Dann haben wir angefangen, medizinische Ästhetikprodukte übers Telefon zu verkaufen, also Kaltakquise im Apothekengeschäft und bei Ärzten. Hat irgendjemand hier die Zielgruppe Ärzte? Dann weißt du sicherlich, wie schwierig das ist. Das hat aber gut funktioniert, habe ich echt gut hinbekommen. Dann habe ich Andreas kennengelernt, der hat mir erzählt, ey, pass auf, so und so und so und so und so, das und das und das plane ich. Und mir war eigentlich eine einzige Sache wichtig. Ich habe gesagt, alles klar, was kostet uns der Lead und was verkaufen wir ihm danach? Und welche Marge haben wir zwischendrin? So, damals waren das Produkte für 2000 Euro, die der Andreas verkauft hat. Wir haben irgendwie für ein Lead, ich weiß gar nicht, 10, 12 Euro, 14 Euro bezahlt. Da war der Drop für mich gelutscht, da habe ich gesagt, da mache ich mit, ist mir scheißegal. Das wird schon funktionieren. Das war glaube ich, auch im, ja, hier, 6. Dezember 2016. So haben wir praktisch angefangen. Wir hatten einen Schreibtisch. Am Anfang hatte ich auch gar keine Lust gehabt, dem Markus Vertrieb beizubringen, weil ich mich damit irgendwie nicht so wohl gefühlt habe. Ich dachte mir so, ey, pass auf, der eine kann das Marketing, wenn der andere noch den Vertrieb lernt, wofür bin ich dann da? Haben eine falsche Einschätzung gehabt von den Jungs. Und deswegen wollte ich es am Anfang nicht machen. War mit Markus aber dann eine Shisha rauchen. Die Shisha-Bar werde ich gleich auch noch mal kurz zeigen. Und da hat er mich so von seiner menschlichen Seite überzeugt, dass ich gesagt habe, hey, pass auf, ist mir eigentlich völlig wurscht, was jetzt passiert. Auch wenn es jetzt ein Risiko ist, ich mache das einfach. Am Anfang haben wir uns gegenüber gesessen, ich auf der einen Seite, der Markus auf der anderen Seite. Und immer wenn ich etwas vom Marketing nicht verstanden habe, hat der Markus praktisch mir einen Hinweis dazu gegeben. Und ja, im Grunde genommen war das so der Start. Das sind so die ersten Tage. Ich meine, wir haben im Dezember, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube 32.500 Euro damals Umsatz gemacht. Mit zwei Jagdhunden, also Markus und mir. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, diese zwei Jagdhunde, der eine hatte keine Zähne, der andere konnte nichts sehen. Das war unser Team, mit dem wir gejagt haben. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen. Ne? So, und zu dieser Zeit gab es richtig viele Leute, die das angeboten haben. Ne? Also wir hatten schon einige Mitbewunderer, aber so haben wir praktisch begonnen damit. Ne? Lasst das Bild auch mal auf euch wirken. Das hier ist das dritte Bild.
Das bin ich. Diesmal mit Markus und mit Andreas. Wer von euch kennt Shindy, den Rapper? Jawohl, der hat damals sein Album rausgebracht, Dreams. Wie man unschwer erkennen kann, die zwei Fanboys mit dem Dreams-Pulli von Shindy. Und ich habe mir gedacht, nee, Mann, das ist... Wir müssen jetzt hier nicht aussehen wie die Zwillinge, Mann. So. Das war so in meinem Isolab. Dann haben wir, ich bin mir gerade nicht sicher, ob das so der Tag war, auf jeden Fall. Ich glaube, der Markus hat da so seinen ersten Sale gemacht. Ich bin mir nicht zu 100% sicher. Kann auch sein, dass ich das verkauft habe. Auf jeden Fall kamen so die ersten Verkäufe hinein. Das müsst ihr euch vorstellen. Es war nicht systematisiert. Wir hatten kein Skript, wir hatten keine Qualifizierung. Wir haben einfach nur wild telefoniert und haben versucht, irgendwie so die besten Leute irgendwie abzuschließen und mit denen dann Einwandbehandlung zu machen, die zu bearbeiten, wie auch immer. Ja, schaut euch das mal an. Das war so dann mein Büro. Also ich hatte ja, wie schon erwähnt, ich hatte mein Büro und der Rest hatte halt ein Büro. Wenn ich so überlege, das ist echt schon lang her, ne? Also ich komme mir auch manchmal vor, wie als wäre ich irgendwie 100 Jahre alt. Das Bild ist ebenfalls mit Markus. Man kann das nicht so gut sehen, aber es ist alles dunkel rumherum. Das heißt, draußen war es schon dunkel, drin war es schon dunkel. Und wir waren dann bis spät abends immer im Büro und haben versucht, hier Koblenz, 14. Dezember 2016, praktisch so aus dem letzten Monat des Jahres, kurz vor Weihnachten, mit einem Angebot, das ich zum Beispiel nicht so gut kenne und einer Fähigkeit wie der Markus, wie das Verkaufen zum Beispiel noch nicht so gut kannte, den besten Monat, den wir jemals hätten erreichen können, zu erreichen. Das war so das Ziel. Und deswegen haben wir uns wirklich den Arsch aufgerissen und haben Vollgas gegeben. Auf jeden Fall kam darüber der erste Umsatz. Die ersten Kunden kamen dazu, die ersten Leute haben das praktisch so ja, mitgemacht. Die ersten Produkte wurden verkauft, die ersten Ergebnisse wurden produziert. Wir konnten so mit den ersten Leuten praktisch arbeiten. Okay? Das hier ist ein Fleck im Isolab. Das stand einfach ganz weit in einer Ecke auf dem Flur. Und weil wir kein Büro mehr hatten und keinen Platz mehr hatten, um die anderen Leute praktisch mit unterzubringen, haben wir damals Carsten, oh, so ein ausrangierter Closer, der hat damals auf diesem Tisch gesessen. Jetzt schaut euch mal diesen Tisch an. Das ist so ein alter, rustikaler Tisch. Und er hatte da noch nicht mal Internet. Der konnte von da aus nur telefonieren. Der musste tatsächlich wirklich zu uns kommen und musste seinen Laptop so an meine Scheibe halten, damit er mit dem Internet verbunden ist. Ja, wirklich. Der war so am Ende vom Gang. Und ich war dann in Sales Calls. Ich konnte dann jemanden reinlassen und damit er neben mir settet. Wir hatten damals auch noch nicht die Idee gehabt mit den Headsets, mit dem Sennheiser Headset. Deswegen hat er auf dem Flur gearbeitet. Kennt jemand von euch noch das ABC, was wir immer so kommuniziert haben? Always be closing. Das war so eine unserer Grundregeln damals. Der Markus hat noch ein paar andere aufgestellt. Auf jeden Fall war das so, ja, war das der 8. Februar 2017. Da haben wir den Umsatz übrigens vom Dezember 32.500, ich meine auf 62.500 im Januar dann angehoben und dann nochmal irgendwie 65.000 oder so im Februar. So haben wir gearbeitet. Okay. Das Blatt war das CRM-System. Hier haben wir Striche gemacht, wenn wir jemanden angerufen haben, wenn wir jemanden erreicht haben. Wir haben die Termine nachgetragen, wenn Termine stattgefunden haben, wenn Termine ausgefallen sind, von wem sie gesettet worden sind, von wem nicht, dass wir das wirklich richtig gut nachverfolgen konnten. Also gut. Aber es hat gereicht, 60.000 Euro Umsatz damit zu machen. Ich habe hier weitere Bilder mitgebracht. Hier wurde ich dann irgendwann immer selbstbewusster. Habe dann verstanden, wie Online-Marketing so rudimentär funktioniert. Hatte meine Füße auf dem Tisch, das mache ich heute immer noch. Und das ist so ein Bild, das erklärt eigentlich ganz gut die Situation. Das heißt, wir wurden dann immer selbstbewusster, wir konnten immer mehr verstehen, was der Markt braucht, wir konnten immer besser darauf eingehen, konnten da systematisierter praktisch kommunizieren und haben herausgefunden, hey, pass auf, da muss es einen Schlüssel geben, dass wir immer wieder dasselbe sagen, um dieselben Ergebnisse zu produzieren. Intuitiv gemacht, aber noch nicht niedergeschrieben, noch nicht irgendwie systematisiert, noch nicht so richtig vor Augen, wie das so aussehen könnte. Ja? Kommen wir zum nächsten Bild. Hier in meiner Closer-Ausrüstung, klischeehaft, mit dem Nike-Hoodie und mit dem Nike-Cappy. Das war, glaube ich, für den Markus so inspirierend, dass er ein Bild davon gemacht hat und gesagt hat, Digga, der macht das sogar in Kappe. Er kriegt es sogar hin, wirklich diese Leute in der Kappe abzuschließen.
Und im asozialsten Dress, also ich weiß gar nicht, ich vermute mal, ihr seht alle besser aus in euren Sales Calls. Das heißt, wenn ihr nicht closed und ich es so schon hinbekommen habe, dann liegt es auf jeden Fall an euch. So, hier unsere alten Flaschen, die wir immer so mit Kohlensäure gefüllt haben. Und Andreas Baulig noch der Traffic und Conversion Consultant. Das war damals noch so ein bisschen das Logo da, das wir damals benutzt haben. Aber es hat sich im Grunde genommen gar nicht so viel verändert, auch von der Closer-Box her. Hier waren wir in der Baba Lounge. Das ist eine Shisha-Bar, in der haben wir viel Zeit verbracht mit Markus. Im Grunde genommen sind wir jeden Abend, nachdem wir die Arbeit erledigt haben, gemeinsam irgendwo hin. Der allererste Anlaufpunkt war diese Baba Lounge, das war eine Shisha-Bar. Da haben wir wirklich viel Zeit miteinander verbracht. Was wir damals gemacht haben, ist, wir haben diese Rituale eingeführt. Wir haben jeden Abend miteinander abgehangen, also wirklich jeden Abend. Wir haben darüber geredet, was gut funktioniert hat, was nicht so gut funktioniert hat, was wir praktisch auch machen können, welche Ideen der andere für den anderen hat und welche Sachen besonders gut funktionieren. Ich erinnere mich zum Beispiel an eine Sache. Ich habe dem Markus einmal erzählt, dass ich in einem albanischen Restaurant war im Kosovo und ich habe irgendwie 360 € oder so bezahlt. Der Verkäufer kommt zu mir und sagt, das macht nur 360 €. Und dieses nur hat mir das Gefühl gegeben, dass ich echt voll wenig nur bezahlt habe. So, das ist wie albanische Verhältnisse, da verdient jemand im Durchschnitt so 250 € so im Monat. Ne? Also das ist nicht nur. Aber mir kam das halt einfach nur vor. Das habe ich dem Markus erzählt. Ich glaube, das war sogar an dem Abend. Und seitdem hat der Markus, wenn er einen Preis gedroppt hat, nie wieder das nur weggelassen. Immer. Kommt dieses, ey, das kostet nur das und das und das. Damit der Kunde halt eben genau dieses Gefühl davon verspürt und dass wir praktisch mit diesen Sachen, die wir erarbeitet haben, die besonders gut funktioniert haben, einfach miteinander teilen. Also das sind Rituale, die wir eingeführt haben. Das ist Markus auf seinem Scooter. Dieser Scooter, ich weiß auch nicht, was der bei uns im Büro gesucht hat. Aber was viel wichtiger ist, hier hinten, das Ding. Das war unsere Tafel. Ihr müsst euch vorstellen, ich hatte irgendwann so das Gefühl gehabt, dass ich gesagt habe, ey, pass auf, ich sage jedes Mal dasselbe und ich habe immer dieselben 14 Bausteine im Sales-Skript. Und dann habe ich diese einzelnen 14 Bausteine einmal auf diese Tafel geschrieben und bin dann praktisch dahergegangen und habe jeden einzelnen dieser Bausteine so ein bisschen Platz gegeben. Und habe innerhalb dieser Bausteine jedes Mal einen Satz gesucht, den ich nutzen kann für diesen Baustein oder die Sätze für diesen Baustein, um diesen Baustein möglichst elegant zu kommunizieren und so zu kommunizieren, dass jemand sagt, ja Mann, ich verstehe das direkt. Am Anfang wurden das nur Stichpunkte, später wurden das Sätze, später wurden das ganze Bausteine. Das war unser Skript. Ich saß hier und habe das wirklich anhand der Tafel, wirklich, ich bin konkret meinen Prozess durchgegangen anhand der Punkte, die ich da hatte. Das war so eine 4 Meter lange Tafel, der Andreas, der schreibt das immer, sagst du immer, das war wie bei The Beautiful Mind oder so, wo es so eine Szene gibt, wo irgend so ein Dude wie so ein Freak irgendwas aufschreibt. Genauso war diese Situation mit diesem Skript. Dieses Skript habe ich, wie lange waren wir da, 2 Jahre? Das hing da die ganze Zeit 2,5 Jahre lang. Ja, genau, so du hast von Sekunde 1 an das Skript entwickelt mit dieser Tafel und dann immer wieder erweitert zu dem Stand, den es heute hat und seitdem nicht mehr angetastet. Genau. Das ist schon geisteskrank. Einfach so eine Tafel. Einfach bloß, weil sie da hing. Also ich habe die nicht da hingehangen und habe gesagt, so jetzt mache ich das, sondern sie hing einfach da und dann habe ich mich praktisch Stück für Stück da dran gesetzt. Das heißt, immer wieder die einzelnen Bausteine, immer wieder die einzelnen Sätze, dann kamen irgendwann so ganze Bausteine dazu und dann kamen halt eben so ganze Geschichten dazu, um jeden einzelnen dieser Bausteine zu erklären. Ich will nur ganz kurz festhalten, dass das ist, wie das entstanden ist. Also dieses Skript wurde entwickelt über 2 bis 3 Jahre systematisch an dieser Tafel. Das haben wir also uns komplett selbst ausgedacht. Also ich war dabei. So. Es gibt sehr viele Fotos von den Zwischenständen auch davon. Ja, auf jeden Fall, das war's dann. Das heißt, wir haben dann wirklich so viel Zeit miteinander verbracht, dass wir dann so etwas praktisch analysieren konnten. Und dann gab es hier den After-Sales. Das heißt, wie läuft das After-Sales ab? Haben wir was abgeschlossen? Wie kann das Onboarding aussehen? Wo geben wir alle Informationen hin? Wie wird das Ganze dann abgebucht? Wie machen wir das hinten heraus, dass da praktisch wirklich so ein Prozess entsteht? Ich habe ein weiteres Bild aus der Baba Lounge von Markus. Warum zeige ich diese Bilder aus der Baba Lounge? Einfach aus einem ganz einfachen Grund. Ich habe so sehr viele gute Eigenschaften gesehen bei Markus und bei Andreas, die ich nicht hatte. Aber ich habe auch sehr, sehr viele gute Eigenschaften gehabt, die ich einfach, oder wo ich die Notwendigkeit gesehen habe, sie zu kommunizieren. Das, was ich praktisch mit den Jungs so von der Straße gelernt habe. Man steht zu seinem Wort, man ist erwachsen,
Man steht dafür ein, für das, was man so vorhat. Man hat seine Prinzipien, man hat seine Werte, man achtet auf seine Familie, man ist loyal, man ist moralisch korrekt, all solche Sachen halt, ne? Solche Sachen haben wir halt einfach dort besprochen und solche Sachen sind dann praktisch entstanden. Hier waren wir mit Andreas und Markus. Das war in der zweiten Heimat. Da haben wir dann abends einfach die Abende verbracht. Das war der 10. Dezember dann 2017. Das heißt, wir hatten hier im Grunde genommen so ein Jahr lang miteinander gearbeitet. Das war so ungefähr die Zeit, wo wir gesagt haben, ein Jahr lang kennen wir uns jetzt schon. Und ein Jahr lang haben wir gelernt, wie wir ticken. Ein Jahr lang haben wir gelernt, wie wir arbeiten. Wir haben ein Jahr lang gelernt, welche Ergebnisse wir produzieren können. Ich habe ein Jahr lang die Chance gehabt, praktisch so zwei Jungs zu begleiten und sie auch mich, um zu sehen, hey, pass mal auf, hat das jetzt für die Zukunft Bestand oder hat das keinen Bestand? So rückblickend, wenn ich jetzt auf diese Zeit zurückschaue, habe ich nicht zwei Geschäftspartner, sondern ich habe zwei Brüder. Und das hat sich eigentlich im Grunde genommen so in diesem Jahr alles entschieden. Wir waren offen und ehrlich miteinander. Wir waren direkt miteinander. Da werde ich aber gleich konkret nochmal drauf eingehen. Aber lasst das Bild mal auf euch wirken. Im Grunde genommen seht ihr, wie viel Zeit wir miteinander verbracht haben. Sonst wären diese ganzen Bilder nicht innerhalb dieser Zeit entstanden. Und ich habe noch viel mehr. Das war... Dankeschön. Die Woche haben die Jungs mir geschenkt. Das war der Dezember 31, 2017. Uhr gekauft bei einem guten Freund. Die Uhr haben sie mir geschenkt nach einem Jahr Zusammenarbeit. Das ist schon so ein bisschen verrückt. Im Grunde genommen war es so das Ergebnis, was wir so in der letzten Zeit praktisch gemacht haben. Und im Grunde genommen zeige ich euch diese Bilderstrecke jetzt nicht einfach nur, um euch alte Bilder zu zeigen und zu sagen, hey, pass auf, das waren wir. Und guck, wo wir heute sind und jetzt will ich Applaus dafür haben, was wir alles so gemacht haben. Ich möchte viel eher so ein bisschen auf diese emotionalen Themen eingehen. Weil im Grunde genommen gibt es Gründe, warum wir jetzt gerade in der Position sind, in der wir sind. Wenn ihr euch die Bilder alle angeschaut habt, was haben diese Bilder alle gemeinsam? Dynamik, ja. Weiter? Purpose, ja. Mike? Teamwork, ja. André? Zusammenhalt, ja? Loyalität. Entwicklung. Also in erster Linie ist mir vor allen Dingen aufgefallen, als ich die Bilder gestern so zusammengeswiped habe, ist, dass wir auf allen Bildern einfach glücklich sind. Wir sind einfach alle happy. Es gibt kein Bild, wo wir einfach irgendwie grimmig sind oder irgendwie traurig sind oder abgefuckt sind oder. Und ich schwöre es dir, es gab nichts Härteres, als in dieser Zeit, in der jemand von Online-Marketing nichts verstanden hat, jemandem Online-Marketing näher zu bringen. Heutzutage jemandem etwas über Online-Marketing beizubringen, ist so, weil wir den Weg dafür geebnet haben. Es gab Pioniere, die dafür gekämpft haben, dass ihr heute eure Produkte locker easy verkaufen könnt. Heute eure Produkte zu verkaufen anhand von einem Skript, anhand von einem Prozess, anhand von einem System, anhand von einer Lead-Akquise, das ist nichts, weil wir das vorgeebnet haben. Und das geht einher mit Charaktereigenschaften, wie ihr sie gerade alle genannt habt. Jeder einzelne von uns war erstmal loyal gegenüber dem anderen. Ich habe damals Abwerbeversuche bekommen, das wissen Andreas und Markus, da habe ich das offen kommuniziert und gesagt, guck mal, Digga, die wollen mich abwerben. Da hätte ich auch vielleicht mehr Geld verdient, kurzfristig. Aber ich wusste, dass langfristig so etwas entstehen wird, wie es gerade entsteht. Und das ist eine loyale Beziehung zwischen uns. Uns wird es nicht einzeln geben. Weil wir uns dafür entschieden haben in diesem Jahr, 2016 bis 2017. Wir hatten einen Purpose, das heißt, wir wollten gerne etwas Großes aufbauen. Wir haben damals gesagt, wir werden diesen ganzen Markt dominieren. Wir werden diesen ganzen Markt umkrempeln und wir werden den ganzen Markt Menschen die Möglichkeit geben, viel Geld zu verdienen. Wenn sich jemand mal von euch an eine Zeit erinnert, an Coaches vor Baulig, dann hat ein Coach ein Zimmer gehabt in seiner Bude nebenan und hat für 50 Euro Leute therapiert. Heute kann ein Coach im Fitnessbereich, keine Ahnung, 10, 20, 30.000 Euro abrufen für ein Jahr. Heute kann ein Coach im Fitnessbereich für 3 Monate mindestens 3.000 Euro abrufen. Heute kann ein Coach im Bereich Performance keine Ahnung was abrufen. Früher haben Fotografen für 20 Euro Bilder gemacht, Bewerbungsbilder. Heute fährt der Walter Weber um die Welt und filmt irgendwelche coolen Events. Und wenn ich jetzt auf jeden Einzelnen von euch so eingehen würde, dann könnte ich zu jedem Einzelnen etwas sagen und sagen, hey, pass mal auf, das und das und das kannst du alles machen. Aber ich wollte euch jetzt einfach nur mal zeigen, für die Leute, die uns nicht kennen aus dem Jahr 2016, aus dem Jahr 2017, das waren wir. Wir waren nicht die Schönsten,
Wir waren vielleicht nicht die Schlauesten, wir waren vielleicht nicht die Stärksten, aber wir hatten die größte Courage auszusprechen, was wir erreichen wollen. Und die größte Courage, unsere Ziele asozial zu verfolgen und uns jeder einzelnen Widrigkeit dahin zu geben, uns dieser Widrigkeit zu stellen, diese Widrigkeit aus dem Weg zu schaffen, um einen Weg zu ebnen, damit ihr heute alle hier sein könnt, inklusive uns. Und ich will eigentlich im Grunde genommen eigentlich nur so zwei Sachen sagen. Es gibt in Albanien gibt es so ein altes Gewohnheitsrecht, das heißt Kanun. Wenn jemand sich mal wirklich für diese Kultur und diese Werte, diese Prinzipien interessiert, kann er das mal googeln. Da gibt es auch deutsche PDFs von. Das ist wie so ein Gewohnheitsrecht, wie so das BGB, halt eben nur bei uns in dem Kulturkreis. Und ich möchte diesen Satz im Grunde genommen auch so mit einem albanischen Sprichwort abschließen. Auf Albanisch sagt man, Uku kimenen ran, asanoten saharan. Das heißt so viel wie, der Wolf, der verändert sein Haar oder seine Haarfarbe. Er wird irgendwann grau. Aber seine Fähigkeiten zu jagen, das verändert er nicht. Und das ist das, was uns in den letzten Jahren begleitet hat. Nämlich der Hunger, größer, schneller, mehr zu erreichen, um Leute zu mobilisieren, die früher oder später auch was Gutes für die deutsche Wirtschaft tun. Deswegen sage ich Dankeschön. Schön, dass ihr hier seid. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.